So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Harry Potter. Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Quidditch-Spiel und deswegen habe ich kurz Pause gedrückt und dann sage ich einfach mal viel Spaß. Was? Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Oh, willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. Naja, da können wir ja auf jeden Fall gewinnen, aber weiß ja nicht, wenn es ja angefangen. Lass uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Er reicht einem heranreisenden Klatscher auf. Yeah. Das war klar. So, jetzt ist mal. Okay, wo ist jetzt der Schnatz? Schnatz, wo bist du? Ah, da drüben. Ja, da hat die bestimmt immer gegen die Dings gefahren. Ja. Konzentriere dich aufs Ziel. Nein. Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los, Harry Potter. Da kommt ein Klatscher. Ja, das sind wir zu schnell. Ich habe noch nie fliegen sehen. Geht alles, Gryffindor. Entschuldigung. Klatscher. Potter gewinnt. Potter ist so. Jetzt aber. Yeah, wir haben ihn. Alter, das ist voll die Konzentrationsaufgabe. Ja, so schwer war es gar nicht. Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Gebrauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry probierte den Umhang an. Und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Tja, und jetzt geht es auch schon hoch in den Turm. Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Er hoffte, dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze Mrs. Norris vorbeischleichen könne. Hä? Was war das? So, es wird von ihm nicht zu nahe kommen. So, ne, da kommen wir nicht hoch.
Irgendwie müssen wir doch an die Bohnen kommen. Na, okay. Gehen wir da hoch. Ganz hoch. Dann gehen wir so rum. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht auf den Kopf springen. Deswegen steht da rüber. Warten wir, bis er weg ist. Wie ist denn jetzt? Filchi, wo bist du? Ah, da unter uns. Doch warten, bis er weg ist. Na, wenn wir halt auf den Kopf springen, müssen wir das nochmal machen. So, wir machen jetzt mal ein besonderer Test. Was ist, wenn wir hier oben stehen? Tja. Komm heraus, komm heraus! Wo immer du dich auch versteckt hältst! Nö. Bist du weg? Gut. Jetzt speichern wir am besten mal. Sie müssen ja ganz leise sein. Warum haben wir die anderen nehmen können? Ja, es bleibt jetzt nichts übrig, außer da rumzugehen. Oh, da ist ja auch Filch. Eindringling im verbotenen Korridor. Dass er das nicht hört. Wundert mich so ein bisschen, aber was soll's. Hauptsache öffnet uns nicht. So. Gut, im Jahr nicht auf den Kopf springen, das ist das Wichtigste. Gut, Terry. So, und jetzt hier hoch. Und da oben müsst ihr uns eigentlich nicht bemerken. Was war das? Taha. Ich weiß nicht, wo wir sind. Du weißt nicht, wo wir sind. Und wir sind jetzt draußen und gehen ins Speicherbuch. Ja, so stumm stellen wir uns gar nicht an. Aber wenn wir die ganze Zeit sehr still sind. Einfach, weil wir still sein müssen. Schließlich. Okay, jetzt läuft er nach da hinten. Eigentlich dürfte uns ja jetzt nicht sehen. Ja. Eindringling! Ein Eindringling im verbotenen Korridor! Oh nein! Das sind ja nicht wir. Eigentlich ist er im verbotenen Korridor, um was über Niklas Flamel rauszufinden. Okay, kommen wir da oben irgendwie? Okay, jetzt steht er direkt davor. Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schöner! Wir sind nicht klein. Wo bist du jetzt hin? Verstecken wir jetzt mal hier.
Okay, jetzt ist da oben offen. Komm ich bloß dort hinauf? Ja, wir waren ja schon oben. Das ist ja kein Problem. So, dann müssen wir bloß achten, dass wir ihm nicht in den Weg laufen. Gut. Und hoch und hoch. Ja, Harry. Spring gerne an der Wand entlang. Hua. Gut. Dann mach ich mal hier auf. So. Wir einfach runterspringen? Keine Ahnung. Yes. Nee, da bleiben wir nicht stehen. Wir gehen lieber hier nochmal hoch. Ist zwar ein weiterer Weg für uns, aber wir sind sicher. Ich mag Angst habe, vor allem entdeckt zu werden. So, wieso? Jetzt sind wir erstmal wieder Filch. Ah, wir müssen uns jetzt wieder da drin verstecken. Zu wohin läuft er denn? Darum. Dass er uns nicht hört, ist schon mal sehr praktisch. So, und. Nächste Tür auf. Und dann müssen wir schon wieder da hoch. Ist eigentlich da zwischendrin? Nichts. So, dann hoch mit uns und hoch hier. Dann rüber. Dann nochmal rüber. Jetzt warten wir, damit wir ihm auf den Kopf springen. Bei meinen Sprungskills kann es ja wirklich sein. Genau, Harry, heim mit uns. Yeah. So, was ist hier oben? Was geht hier vor? So, und du musst denkst, warum habe ich das vorher nicht entdeckt? So, müssen wir drüben nochmal rein. Genau, Harry. Da kommen wir eh nicht rein. Momentan, so wie es aussieht. Oh. So, da drüben müssen wir rein. Da müssen wir dann hoch. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier wieder aufmachen. Dann können wir da oben Lumas machen. Das ist ein Hin- und Hergelaufisch. So hoch. Rüber. Puh. Rüber. Rüber. Hoch. Und Lumos. Genau. Und dann kommen wir da drüben hoch. Wo ist er denn? Ja. So, Harry. Hup. Hup. Und. Ja. So, klar. Dann nochmal und. Hopp. Hopp.
Huhn da, die Bohne. Dann. Kommen wir jetzt schon irgendwo hin? Nein. Und dann bleibt uns hier nichts übrig, außer hier rein. Können wir hier nochmal Lumos zaubern? So. Was passiert? Okay, dann kam hier die nächste Ebene. Oh Mann. Das zieht sich jetzt ein bisschen. Yeah, wir kommen wieder raus. Okay. Das so. Wird ja immer die Geheimgänge benutzt. So, ein Fiesling. So, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Eins, zwei, drei. Wir hier hin. Vier. Fünf. Nee, da kommen wir glaube ich nicht hin. Na, da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Vermute ich einfach mal ganz stark. So, jetzt haben wir erstmal hier nichts. Dann kommt hier Lumos und dann dürften wir auf die andere Seite kommen. Genau. Oh je. Und dann wird er hoffentlich im Speicherbuch sein. Gut, Harry. So, was haben wir hier? Ich weiß, was wir machen müssen. So, und dann machen wir hier runter. Dann haben wir hier nämlich eine Kiste. Mit einer Bildkarte. So, und dahinter, weiß ich nicht, ob da noch was ist. Nö, das ist nichts mehr. Aber wir haben die Bildkarte zumindest. Dann können wir hier aufmachen. Dann sind wir wieder hier unten und dürfen den ganzen Weg wieder hochgehen. Zumindest haben wir die Bildkarte. Aber jetzt ein bisschen stört, weil ich eigentlich langsam. Ja, schon ein bisschen überziehen. Aber gibt es halt heute eine längere Folge. Macht ja auch nichts. Habt ihr dann auch ein bisschen mehr davon? So. Ach, dummer Harry. Und Harry Potter ist dummer Freund. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ein Slytherin, also bin ich gar kein Harry Potter Freund. So. So. Das ist schon, wir spitzen schon wieder ab, weil Harry lieber in die Tiefe geht. So. 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 Gut, Harry. Ja, Speicherbuch. So, schauen wir noch, was auf dem Bild ist. Ja. Schauen wir uns das mal an. So, und den Rest, was dahinter ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüssi.